Guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch zur Sternzeichenlegung. Und zwar geht es heute um das Sternzeichen Jungfrau. Aber natürlich können auch alle, die den Aszendenten, das Mond- oder Venuszeichen in diesem Zeichen haben, sich diese Legung anschauen. Ihr wisst, ich sage ja immer, ihr müsst zuordnen, wo ihr euch wiederfindet. Ich habe viele, die sagen, ich finde mich meistens eher im Aszendentlegungen wie im Sonnenzeichen. Und darum dieser Hinweis, schaut, wo ihr meint, dass ihr euch besser, dass ihr besser damit resoniert. So, jetzt noch ganz kurz als Vorstellung die Karten, die ich heute benutze. Es ist wieder ein bisschen eine veränderte Monatslegung. Ihr wisst, ich mag das ja ganz, ganz gerne, wenn Abwechslung reinkommt. Würde euch aber auch bitten, mir zu sagen, ob ihr mit dieser Abwechslung zufrieden seid oder ob ihr lieber diese oder jene Art meiner vorangegangenen Legungen für die Sternzeichenlegungen sehen würdet. Ich bin da auf eure Resonanz angewiesen, denn es ist mir ja wichtig, dass ihr Freude dran habt. Also demzufolge wäre es hilfreich, wenn ihr mir sagt, nee, das ist super, ist immer eine Überraschung, oder aber ihr sagt, nee, das gefällt mir gar nicht, ich hätte lieber die und die Art und Weise. So, die erste Karte, die für diesen Monat für euch gezogen wurde, liegt hier bereits. Das magische Krafttier-Orakel-Deck hat mir die erste Karte schon rausgegeben beim Mischen. So, dann ziehe ich eine Karte aus dem Sacred Destiny-Deck von Denise Lynn. Eine weitere Karte aus dem Antworten der Engel-Orakel von Doreen Virtue. Eine Karte aus dem Segen der Engel für dich von Maria Schmidt. Und 5 Thelema Lenemore-Karten von Renata Lechner. Und zum krönenden Abschluss eine Karte noch aus dem Seelensterne Astrologie-Orakel-Deck, wo auch diese schöne Karte hier draus hervorgeht, von meiner Kollegin Monas Seelensterne. So, ihr Lieben, und nun schauen wir mal, welches Krafttier begleitet die Jungfrau Geborenen? Wow, der Puma mit der Überschrift Hochleistung. Der Puma kann aus dem Stand heraus auf einem Baum springen, klettern und in Höchstgeschwindigkeit laufen. Motiviere dich selbst, das Beste aus dir herauszuholen. Überzeuge andere davon, dass du zu Rekordleistungen fähig bist. Du meisterst alle Lebenslagen mit Auszeichnung. Und die Affirmation? Ich kann mehr schaffen, als ich mir selbst zutraue. Ja, liebe Jungfraugeborenen, erhebt euch, zeigt, was in euch steckt. Die Jungfrau ist ja eins der Sternzeichen, die sehr ordnungsgeliebt, sehr ordnungsliebend sind, die sehr bewusst an alles und gut überlegt herangehen, aber sie sind dadurch auch immer so ein bisschen zurückhaltend. Und vielleicht ist es einfach mal von Vorteil, wenn man jetzt zeigt, was tatsächlich in euch drinsteckt, dass ihr für zu viel mehr in der Lage seid. Zeigt, dass ihr mehr schaffen könnt als andere und ihr euch selbst zutraut, beweist es euch und anderen, was hier tatsächlich in euch steckt. Und jetzt schauen wir, welche Karte zeigt sich vom Sacred Destiny Deck. Mal schauen, ob die das ganze Gesagte hier auch noch unterstreicht. Ja, da zeigt sich die Karte Berggewitter mit der Überschrift Macht. Ja, vielleicht ist es ein Hinweis, dass du die Macht hast, dass du die Macht in dir trägst, genau
zu diesen Höchstleistungen fähig zu sein, dass du jetzt einfach mal ja loslegen sollst. Loslegen und zeigen sollst, was hier tatsächlich in dir steckt. Genau das ist hier der Hinweis. Und das Büchlein sagt, jetzt ist es soweit. Aktiviere deine Kräfte und rufe dein ganzes Potenzial ab. Schaut mal, wie das passt. Ich kann es schaffen. Ich schaffe mehr, als ich mir selbst zutraue. Und genau darauf weist dich auch diese Karte hin. Du hast die Macht und die Kraft. Womöglich wirst du dabei nicht frei von Angst sein. Auch wenn du unsicher bist, solltest du dennoch handeln. Sei mutig und erhebe deine Stimme. Beziehe Stellung, stehe für dich selbst und für andere ein. Zeige deine Leidenschaft und lehre aus deinem Herzen. Also mit anderen Worten, du hast doch die Kraft. Du hast die Kraft in dir. Nutze sie. Nutze sie, um jetzt wirklich in diese Höchstleistungen einzusteigen. Da. Höre auf deine Intuition. Genauso ein passender Hinweis. Wenn du zeigen willst, was in dir steckt und du hast jetzt die Kraft und die Macht dazu, dann höre in allem, auch wenn dich etwas beängstigt, höre auf deine Intuition. Entscheide durch deine Intuition und schaut euch mal an, die Karte, die mir hier entgegenfällt, Engel der Intuition. Höre auf deine innere Stimme, sie führt dich stets auf den richtigen Weg. Also passender könnte man jetzt diese drei Überschriften wirklich nicht mehr ausdrücken. Das Wichtigste ist einfach, dass du mal erkennst, was in dir steckt. Dass du das erkennst und dass du bereit bist, das anzunehmen und für dich ein- und umzusetzen. Genau darauf weisen dich diese Karten hin. Du hast die Kraft und die Macht in dir. Nutze es jetzt. Höre auf deine Intuition und das in doppelter Ausfertigung. Höre auf deine innere Stimme. Sie führt dich stets auf den richtigen Weg. Also du kannst voller Vertrauen sein. Du kannst die innere Angst, die Unsicherheit ablegen. Hier kommen Nachrichten schnell auf dich zu. Der Reiter hat schnelle Nachrichten im Gepäck. Und diese Nachrichten bringen einen Neuanfang. Einen Neuanfang, der dich ankommen lässt. Hier wartet ein Neuanfang, der dich an dein Ziel bringt. Du erreichst jetzt etwas, was du dir vielleicht schon lange gewünscht hast. Und du hast hier ein Gegenüber an deiner Seite. Das muss kein Lebens- oder Liebespartner sein. Es kann ein super Freund sein. Es kann ein Bruder, ein Vater, ein Onkel, was auch immer sein. Es ist auf jeden Fall jemand, der dir nahe steht und der dich unterstützt. Und der ist vielleicht auch in der Lage, dich weiter noch anzuspornen, zu sagen, meine Güte, jetzt komm in die Gänge, mach es. Du hast doch die Macht, die Kraft in dir. Setze sie ein. Erhalte hier Nachrichten, die dich noch mehr motivieren und die dir helfen können, in einen wunderbaren Neuanfang einzusteigen. Ein Neuanfang, der sich bei manchen von euch auch auf einen beruflichen Neuanfang beziehen kann. Das müsst ihr zuordnen. Es ist auf jeden Fall mit dem Anker der Hinweis, man erreicht ein Ziel. Man erreicht ein Ziel, das man schon lange im Visier hatte, was man schon lange gedanklich angestrebt hat. Dazu bist du jetzt in der Lage. Auch
mit Hilfe und Unterstützung von einem Gegenüber, von jemandem, der dir zur Seite steht und der dir hier auch zum Glück verhelfen kann. Das Kleeblatt steht auch für einen kurzen Zeitraum. Das heißt, das Ganze ist greifbar nah. Und das Ganze, was hier greifbar nah für dich ist, erfüllt dir Herzenswünsche. Herzenswünsche können für dich in Erfüllung gehen. Und diese Herzenswünsche bringen dir endlich Ruhe und Harmonie. Du findest in die Klarheit und in die Wunscherfüllung. Vertraue dir selbst und vertraue deiner inneren Stimme. Vertraue deiner Intuition. Geh diesen Weg, den deine Intuition dir vorgibt. Und hier zeigt sich der Planet Saturn. Saturn ist ein Planet, der so Abgrenzungen darstellt. Der zeigt Begrenzungen auf, wo man irgendwo wieder so, ja, nicht übermütig wird, wo man in seiner Vernunft bleibt und die Realität nicht aus den Augen verliert. Ist eine ganz wichtige Sache. Man soll ja auch nicht übermütig werden, wenn man jetzt hier seine Hochleistungen abruft und diese einsetzt. Man soll nicht übermütig werden, aber man soll sich es selbst zutrauen. Man soll es sich selbst zutrauen. Und hier wird noch gesagt, organisiere dich und bring Ordnung in dein Leben. Genau das ist wieder dazu passend. In dem Moment, wo du erkennst, dass du mehr schaffen kannst, als du dir selbst zutraust, und wo du erkennst, du hast doch einfach auch die Kraft und die Macht in dir, bist du in der Lage, deiner Intuition zu folgen und damit wirklich auf dem richtigen Weg zu sein. Organisiere dich, das ist dazu natürlich wichtig, und bring Ordnung in dein Leben. Und diese Ordnung kannst du, wie gesagt, schnell in Gang setzen. Du kannst schnell zu einem wunderbaren Neuanfang kommen, der dich endlich ankommen lässt. Und das in Kürze mit Unterstützung von einem Gegenüber. Hier können sich Herzenswünsche und Träume erfüllen. Vertraut und schaut nach vorne. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren August und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Liebe für euch!